So Leute, da fehlt noch der Ingame-Sound und schon geht es weiter mit Advance Wars. Mit dem Zug von Eagle, der irgendwie jetzt nicht so spektakulär ist. Und dem Zug von Andy, der etwas spektakulärer ist, denn er hat immerhin noch 4 Einheiten, von denen 3 jetzt noch was machen können. Zum Beispiel sowas. Das war jetzt ziemlich spannend von ihm. Oder auch nicht, auf jeden Fall. Wir sehen schon, es sind andere Gebäude. Das Hauptgebäude kennen wir ja so noch gar nicht. Dann hauen wir mal ein bisschen auf den Putz. Auf die Helme. Immer auf die Helme. Gucken, wie viel Schaden würden wir denn machen. 49%. Ich würde mal sagen, tauchendes U-Boot gegen nicht tauchendes U-Boot. Bam, 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 bam. Tschüss, Andy. Du kommst dahin zurück. Du machst den da platt. Also fast. Warum auch immer das jetzt nicht gereicht hat. Achso, der hat Deckung und ich nicht. Naja, aber wenn wir den jetzt platt machen, können wir auch den Panzer noch platt machen. Und dann hat er irgendwie noch 2 Einheiten und ein verlorenes Hauptgebäude. Dann sollte das mit dieser Mission auch schon fertig sein. Ich überlege gerade, das Spiel ist nicht mehr lang. So viel habe ich noch in Erinnerung, aber fragt mich nicht, wie lang noch. Also es kann sich nur noch um Parts handeln. Ja gut, das ist jetzt eine sehr schlaue Aktion, sehr schlauer Spruch gewesen, aber... So, das war IntelliKlug, könnte man sagen. Wenn man wollte, weil das war sein Ende. Ohne weitere Verluste auf meinen Seiten driftet das U-Boot ab. Und das war jetzt eigentlich nur Zeit rumschinden, weil das Gebäude gehört uns. Wir haben gesiegt für den Moment. Da kommen sie wieder. Verdammt, es kann in den Sicht. Ihr habt keine Zeit mehr zu verlieren, überlasst es mir und geht. Ich werde auch bleiben. Nein, Tammy, du musst auch gehen. Nein, nicht einmal du kannst dieser Übermacht Widerstand leisten. Du weißt nicht, wie mächtig der Feind ist, der deine Freunde erwartet. Sie schaffen ihn nicht allein. Geh, Tammy, geh. Ich habe verstanden. Acht auf deine Rückseite. Ha! Sie werden bald wissen, wie hart Eagle wirklich ist. Okay, irgendwie hat man so das Gefühl, dass Tammy und Eagle sich kennen. Niemals viel verliere ich gegen mein eigenes Imitat. Ja. Animal 2, 9 Tage gebraucht. Wir haben Mayonnaise, was wir irgendwie nicht einsetzen können, weil die Safe States corrupted sind. Okay, wir gehen nochmal nach Green Earth. Oh, gegen wen krämpfen wir denn da? Kit! Tag auch, Sonja. Wie geht es euch denn allen so? Ich habe endlich unseren Gegner gestellt und möchte, dass du Andy und seinen Freunden einige Infos zukommen lässt. Und was tust du in der Zwischenzeit, Schätzchen? Ich muss die Lage sondieren. Keine Angst, ich tue nichts, was uns gefährlich werden könnte. Vater mahnte mich zur Vorsicht. Moment, Kanbei mahnte Sonja zur Vorsicht. Also jetzt, da muss ja schon wirklich was am Werke sein. Du versuchst nicht, mich einzuwickeln oder auszutricksen, oder? Wo denkst du denn hin? Du wirst doch gehen, nicht wahr? Naja, ich schätze, das muss ich wohl. Bleib in Stellung, ich bin bald zurück. Kit war schon immer von größeren Nutzen als ich. Okay, ich würde mal sagen, mit Kit an der Seite könnte man Max mal wieder ins Gefecht schicken. Mysterium! Wer war denn der Typ, bitteschön? Tag 1. Wer ist das? Das ist wohl der mysteriöse Feind. Wird mein Klon auch verschwinden, wenn wir ihn besiegen? Sicher, ich glaube daran besteht kein Zweifel. Wir zählen auf dich, Fox. Okay,
Wir haben einen Gegner. Wir haben Schiffe, wir haben Flugzeuge, wir haben einen Gegner. Wir haben... Okay. Vielleicht war Max jetzt hier nicht die beste Wahl. Kriegen wir was über den Co. raus? Sturm, okay. Er heißt Sturm. Meteoritenregen ist seine Fähigkeit und bisher wissen wir nur, dass es ein Mysterium im Schatten, das nichts preisgibt. Na, dann hoffen wir mal, dass Sonja noch ein bisschen mehr rausfindet. Einheiten Direktkraft mit hoher Feuerkraft wissen wir. So, das ist natürlich dieses Riff. Ist jetzt nicht gerade das Beste, was uns passieren kann. Aber er hat da hinten einen Schliff und das wollen wir schleifen. Warte mal, Info... Situation. Besetze das HQ des Gegners oder schlage alle seine Truppen. Mach noch weiter, so. Ich bin sicher, du schaffst es. Ich glaube, wir können uns auf einen längeren Kampf einstellen. Und ich bin mir sicher, dass wir jegliche Hilfe brauchen können, die wir kriegen. Von daher hätte ich das nicht dahinstellen sollen. Okay. Von daher sollten wir uns etwas zur Seite stellen. Wie kommt er denn dahin? Nur darüber. Das heißt, da können wir noch relativ sicher sein. Das heißt, wir schicken den da runter. Schicken erstmal das mit. Genau. Wir müssen das zum Warten schicken. Leider können wir das erst nächste Runde dorthin bringen. Dort hätte ich gerne auch was, aber dort ist das Schlachtschiff noch im Weg. Er wird aber bald ihr eigene Schlachtschiffe haben, was mich ein wenig stört. Aber wir brauchen den Flughafen, weil ohne Flughafen kommen wir nicht aus. Hat er einen Flughafen? Nein. Das heißt, es ist der einzige Flughafen der Karte. Können wir das nachgucken? Info? Status? Nein. Einheiten, Basen. Es gibt 11 neutrale Basen. Nein, aber es scheint so, als wäre das der einzige Flughafen. Was bedeutet, wir müssten uns wirklich darum kümmern, dass wir den da oben bekommen. Weil, wenn wir ihn haben, Sturm nicht so viele Chancen hätte. Meiner Berechnung nach. Okay, du bringst uns hier auch nicht viel, aber dort hinten bringst du uns auch nicht viel. Das heißt, wir bringen dich da runter. Wir sparen diese Runde Geld und... Ja. Ein sehr gesprächiger Zeitgenosse, wie mir scheint. Und für meinen Geschmack etwas zu stark, was den Anfang betrifft. Ja, wir sehen auch gleich, er zieht sein Schlachtschiff vor. Wir brauchen also auf jeden Fall diesen Hafen. Wenn wir da landen können, spart uns das einen Weg oder erleichtert uns das einen Weg. Das ist ziemlich gut. Den brauchen wir da unten definitiv. Den Missile Launcher. Auch den können wir da unten sicher gebrauchen. Aber... Wir müssen mehr Nahkampfeinheiten bauen. Das heißt, ich baue hier erstmal noch eine Flak-Einheit. Also, und das war vielleicht auch nicht die schlauste Aktion, den da eingepackt zu lassen. Okay, er scheint also keine extra Reichweite zu haben wie Kit. Okay. Aber er geht doch recht aggressiv vor, dass beunruhigt mich ein wenig. Das war unser Landeboot. Wie er aus dem Mund qualmt, ist ein wenig verstörend.
Aber er hat noch kein Landeboot, was es ziemlich gut macht. Allerdings wird er mit seinem Schlachtschiff relativ gefährlich werden. Das heißt, wir werden ihm sein Schlachtschiff erstmal wegnehmen. Das sollte doch ausreichen. Das ist der Vorteil, dass ich Max genommen habe, weil ja, wir haben etwas mehr Feuerkraft als gewöhnlich. Könnte man so argumentieren. So, wir brauchen jede Stadt, die wir kriegen können. Und auch so können wir eigentlich jede Hilfe brauchen und jeder Tote oder jede besiegte Einheit ist eine gute Einheit vom Gegner. Also ich meine, ich weiß natürlich auch, was Sturm so ungefähr kann. Aber ich will euch ja nicht den Spaß verderben. Warte mal, wenn das funktioniert, dann können wir hier mal, den können wir nämlich definitiv gebrauchen, den TTP bauen. So, und dann sollten wir, wenn die Einheit überlebt, Weg 6, müssen wir gucken, dass wir die dahinter bekommen. Da, leider ist dort noch ein... Ja gut, das ist nicht so schlimm. Wenn er uns nicht mit seinen Jägern dort oben den Garrus jetzt macht, was er wahrscheinlich tun wird, weil ich glaube, die haben genug Reichweite. Okay, den müssen wir definitiv daran hindern, das zu tun. Damn. Das heißt, wir müssen wirklich seine Schiffseinheiten zerstören, um uns die Möglichkeit zu eröffnen, dort seine an die Insel ranzukommen. Das heißt, ich weiß auch, was wir als erstes bauen werden. Und das, was er dort versucht, sehe ich gar nicht ein. Ihr merkt schon, die Musik ist recht aggressiv. Bei unserem lieben Kommandanten Sturm. Wir setzen unsere Gabe jetzt einfach mal eiskalt ein. Auch wenn das ein bisschen übertrieben ist. Ich habe Angst, dass wir mit unserer Flak-Einheit nicht an seinen Bomber kommen könnten. Okay, das war jetzt unserer Spezialgabe zu verdanken. Das war seine Idee, den Hof dort einzunehmen. Oder die Basis. Was ist denn das? Wie heißt das Ding nochmal? Ja, Basis. Und das war seine Idee, einen Kampfpanzer uns entgegenzustellen. Auch wenn wir jetzt in der Reichweite seines Raketenwerfers stehen, und zwar mit beiden Einheiten. Das ist mir jetzt egal. Nein, wir schaffen es. Okay, super. Tschüss. Das war gut. ...52 Schaden. Ist auch nicht zu unterschätzen. Hier werden wir jetzt aus Intelligenzgründen einen Kreuzer bauen. Denn wir wissen, er hat hier noch mindestens ein U-Boot dastehen. Komme ich hier vorbei? Hier könnte ich mich vorbeischlängeln. Dann kann ich sein Schlachtschiff dort angreifen. Du stehst auf der Basis, das heißt, du musst leider sogar besetzen. So, jetzt können wir gerade nicht viel mehr machen.
als zu warten. Okay, das war gar nicht mal so ein schlauer Zug von ihm. Ihr seht, seine Leiste für die Gabe ist irgendwie nicht gefüllt. Das ist ziemlich gut, obwohl wir ihm schon einigen Schaden gemacht haben. Die Missile hat da gerade sehr schön als Schussfang gedient, denn Missiles werden wir mit Max eher weniger verwenden. Dafür hat er sich zwar unabsichtlich, aber doch in die Reichweite unserer Raketenwerfer begeben, was schon recht schwierig ist, wenn man guckt, was Max für eine lausige Raketenwerferreichweite hat. Das war sein Raketenwerfer. Auch hier, wenn er nicht mit Fernkampfeinheiten ankommt, sollten wir nicht so viele Probleme haben. So, dort haben wir gar nicht mehr so viel. Moment. Ah, da steht er. Okay, sehr schön. Den schießen wir auch noch runter. Einfach, weil wir es können. Und uns seine Jäger in Zukunft ziemlich nerven könnten. So, dann würde ich sagen, wir richten hier mal ein bisschen Schaden an. Aber mit einem Einzelnen kann er nicht mehr viel anfangen. Sei es eine Mecheinheit oder nicht. Dann besetzen wir hier unsere... Nein, Gebäude. Die können wir nämlich gebrauchen. Denn jedes Gebäude gibt uns bares Geld. So. Ich würde mal sagen, wir schneiden ihn erstmal von diesem Weg hier hinten ab, soweit es geht. Und schicken den mal hier vor, weil Baum und so weiter. Kennt man ja, ne? Wenn wir dort eine Infanterieeinheit bauen, dann kann die bis dahin. Das heißt, ich komme dir bis dahin entgegen, weil der dann nächste Runde nämlich weiterziehen kann. Wir haben keine Einheiten mehr und auch relativ wenig Geld. Außerdem können wir nirgendwo mehr was bauen. Also beenden wir unseren Zug. Genau. Okay, der Kommandant ist doch etwas... Ja. Badam bam bam badam bam badam badam. Damit wäre sein Schlachtschiff auch erstmal Geschichte. Ja, das finde ich ganz toll. So, das U-Boot ist auch Geschichte. Was uns die Möglichkeit eröffnet, ein Landeboot zu bauen. Genau. Und es in der nächsten Runde mit dieser Einheit zu belegen. Du darfst dich nicht zurückziehen, um dich zu reparieren. Das tut mir ganz doll leid. Wir geben da noch einen zweiten rein, weil halt einfach Transporter 2, okay, ja, trotzdem. Du hast 6, 1, 2, 3, 4, 5, wahrscheinlich nur bis dahin, weil 6 kriegt er dann nicht. 2, 3, 4, 5, entweder bis dahin oder bis dahin, naja, dann eher bis dahin. Gehen wir mit dir dahin und mit dir dahin und dann gehen wir ein bisschen spazieren. So, dann schießen wir den da raus. Dieweil er dort kaum Chancen hat.
Dann holen wir unseren Raketenwerfer davor. Einfach weil wir es können. Und dann holen wir den davor, um da Einheiten einzunehmen. Und dann würde ich sagen, gucken wir in der nächsten Folge, was Sturm uns jetzt zu bieten hat. Bis dahin und tschüss.